Er sagt von sich, ich bin in der Welt zu Hause. Lebte 13 Jahre lang in Kanada, Deutschland, Frankreich, Japan und China. Er hat als Unternehmer ein heute weltweit tätiges Unternehmen mit aufgebaut, arbeitet in vielen weiteren Funktionen, international stets an der Front. Ich glaube ihm, wenn er sagt, China ist Japan mit 25 Jahren im Verzug. Wir alle wissen, was Japan heute ist. Aber wir wissen auch, spätestens nach diesem Referat, welch ungleich größerer Koloss China ist. Regierungsrat Würz und ich sagen, dass China über kurz oder lang Wirtschaftsweltmacht Nummer 1 sein wird und zu einem sehr wichtigen Handelspartner für die Schweiz, wie Deutschland heute bekanntlich der größte ist. Und das wird uns alle betreffen und muss uns alle interessieren, in welcher Funktion wir auch immer im beschaulichen Schweizer Büro sitzen. Deutschland und die Deutschen meinen wir zu kennen. Von China und den Chinesen haben wir ein schemenhaftes und unsicheres Bild. Wir wissen, sie sind anders. Als ich vor 5 Jahren das erste Mal in China war, sagte ich, ich muss meine üblichen Verhaltensweisen im Umgang mit den Chinesen um 180 Grad drehen. Wie sind sie denn, die Chinesen? Er weiß es. Wir alle begrüßen nun unseren Award-Referenten zum Thema China Calling, Daniel Judy. Danke, Herr Müller. Guten Abend. Es ist mir eine große Ehre, hier in der Turnhalle St. Gallen zu diesem schönen Anlass reden zu dürfen. Und das Thema China ist natürlich hochaktuell. Wir haben das gerade vorhin gehört. Ich denke, liebe Studierenden, China wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten substanziell beeinflussen. Und es wird unser Berufsleben in einer Art und Weise tangieren, wenn wir wollen, welche außergewöhnlich ist. Ich habe sehr wenig Zeit. Herr Müller ist da sehr strikt mit mir umgegangen, hat mir, glaube ich, 25 plus Minuten gegeben. Und ich wollte in dieser kurzen Zeit einfach linear ein paar ganz spezifische Vorschläge machen oder Themen anbringen, 8 deren, die Sie vielleicht interessieren könnten und die Ihnen vielleicht helfen können, nicht schon von Anfang an matchentscheidende Fehler zu machen, wenn Sie in China geschäften wollen oder auch privat unterwegs sein wollen. Sie wissen es, im fernen Osten, wenn Sie das Gesicht einmal verlieren, dann finden Sie es kaum mehr. Und so wundert es auch nicht, und das ist eine Tatsache, auch für schweizerische Unternehmen, aber auch für Amerikaner, Deutsche, Japaner, dass ein Großteil aller Geschäftsinitiativen in China scheitern. Sie scheitern aufgrund von, was man dann am Schluss als Missverständnis bezeichnet. Und natürlich, man hat sehr viel Frustration und man hat wahrscheinlich auch einen leeren Geldbeutel. Ich spreche kurz über Sympathie, ich komme nochmals auf das zu reden. Sympathie spielt in China eine ganz große Rolle. Es ist so, ich habe das in den 40 Jahren wirklich in der Welt gesehen, man kann in vielen Ländern arbeiten mit Respekt und mit Disziplin. Und es gibt einige wenige Länder, wo das nicht reicht, wo auch die Sympathie dazu gehört. Und China gehört meiner Meinung nach dazu. Aber lassen Sie mich kurz zuerst etwas zeigen. Es ist vom englischen Cross-Culture-Vordenker Richard Lewis. Er hat die Welt ein bisschen eingeteilt. Er hat die 200 Nationen in den letzten 2 Jahrzehnten analysiert, die 300 Kulturen, wenn Sie wollen, und hat dann, wenn Sie wollen, ein Dreieck der kulturellen Verhaltensmuster aufgezeigt. Sie sehen es hier ganz oben rot, die Multikulturen.
Aktiven, dann sehen Sie blau die linear Aktiven, also Leute wie wir, Luxemburger, Deutsche auch, und dann rechts unten sehen Sie die reaktiven Kulturen, so nennt Richard Lewis das, und diese sind in gelb. Sympathie, meine Damen und Herren, ist also in Ländern unserer Kulturkreise, also da könnte man zum Beispiel England nehmen, Tschechien auch und so weiter. Sympathie ist nicht ganz so wichtig, um erfolgreich zu arbeiten. Sie können mit Disziplin arbeiten, Sie können mit Respekt arbeiten, Sie können mit Training arbeiten. Unsere linear aktive Position funktioniert relativ einfach. Wir sind sehr diszipliniert, wir arbeiten eins nach dem anderen, sehr strukturiert. Und im Prinzip verfolgen wir vor allem sämtliche Pläne, die wir gemacht haben. Also alles, was einmal vorbestimmt ist, Traktandenlisten, Businesspläne und so weiter, das wollen wir verfolgen und dann am besten bei Punkt 1 anfangen und beim letzten Punkt aufhören. Bei den Menschen aus den multiaktiven Nationen, also das wäre dann klassischerweise Brasilien, Nigeria, aber auch Italien, funktioniert das natürlich alles ein bisschen emotionaler als bei uns. Die Leute reden lauter, sie überspringen Traktanden, sie halten sich nicht an Vorgaben. Und ganz im Generellen können sie mit unserem Pünktli-Schieße nichts anfangen. Das Pünktli-Schieße haben auch wir ja in unserem Kulturkreis gelernt, eben Punkt für Punkt funktionieren. Aber, und das ist ganz relevant bei Menschen aus diesen multikulturellen oder multiaktiven Kulturen, Fehler und Missverständnisse können einfacher gelöst werden, schneller. Eine Geste, eine Berührung, ein Lächeln und so weiter. Und man bringt dann auch diese Gemütsmenschen relativ schnell wieder herunter. Sie nehmen sich ja auch nicht ganz so ernst, wie wir das tun. Und sie legen auch nicht jedes einzelne Wort auf die Waagschale. Die dritte Gruppe, ja, da wird es dann ein bisschen kompakter, das sind eben die reaktiven Kulturen. Da gehört natürlich Korea dazu, Japan, auch Vietnam zum Beispiel. Das sind also Leute, die wenig oder überhaupt nicht, die wenig reden oder überhaupt nicht reinreden. Sie warten, schauen, überlegen lange und irgendwo wollen sie sich einfach nicht in den Vordergrund schieben, vor allem nicht in geschäftlichen Dingen mit der internationalen Welt. Auf globaler Basis sind sie, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen zurückhaltend, ängstlich manchmal auch. Und das ist natürlich eine spezielle Herausforderung. In diesem Kontext sehe ich natürlich auch China. Nicht, dass ich jetzt die Chinesen grundsätzlich als ängstlich bezeichnen würde, aber im Kontakt mit uns, mit der westlichen Welt oder überhaupt, man könnte sagen, mit der Außenwelt, sind sie schon primär zurückhaltend, mindestens eben als Einzelpersonen. Und auf diesen Punkt komme ich dann nochmals zu sprechen. Ich habe jetzt heute 8 Werte notiert. Sie wissen das, 8 ist die Glückszahl in China und ich gebe Ihnen das gerne weiter, dass das für Sie auch Glück bedeutet. Sie sehen die Stichworte, Dimension, Unterschied, Zeit, Beziehung, Sprache, Politik, Kontrolle und Harmonie. Das sind die Werte, durch die oder mit denen ich heute Abend kurz reisen will. Und da ist gleich der erste Punkt, Dimensionen und Masse. Naja, okay, es hört sich einfach an, aber es ist monumental wichtig. China ist groß. Also China ist einfach sehr, sehr groß. Das kann man sich manchmal nicht vorstellen, aber China ist ein Land so groß wie Europa. Das sind Dimensionen, die einfach wirklich anders sind. Und es ist schon wichtig, dass man das überhaupt mal akzeptiert und die Verhältnismäßigkeit auch einspielen lässt. Derzeit leben in China 1,34 Milliarden Menschen und täglich, meine Damen und Herren, kommen 22.000 dazu. Täglich. Das ist also in etwa die Einwohnerschaft von Wiel, St. Gallen, habe ich mir rausgesucht. Dieser Wachstum ist dann natürlich nicht unendlich. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Obergrenze etwa 2030 erreicht wird.
dass es dann bis zur Jahrhundertwende einen dramatischen Rückschritt oder Rückgang gibt, bis weniger als 1 Milliarde Chinesen mit entsprechenden Überalterungsproblemen, wie wir sie in Japan kennen, wie wir sie natürlich auch bei uns in der Schweiz kennen. Hier sind ein paar Stichworte zu dem, was ich gerade gesagt habe. Im Vergleich dazu vielleicht noch Indien. Dort wächst die Bevölkerung täglich um 60.000. Das wäre dann in etwa die Stadt St. Gallen oder fast die Einwohnerzahl der Stadt St. Gallen. Und man erwartet, dass Indien rund in 20 Jahren China übertreffen wird als bevölkerungsreichstes Land der Welt und etwa 10 Jahre danach die 1,5 Milliarden Grenze erreicht. Wenn Sie also an den Osten der Ostschweiz denken, denken Sie auch an Indien. Das kommt auch mit einer Riesengeschwindigkeit auf uns zu. Die Zahlen von China sind natürlich umso eindrücklicher. Entschuldigung, ich hole mir hier was zu trinken. Sind natürlich umso eindrücklicher, wenn man bedenkt, dass die One-Child-Policy, also die Ein-Kind-Regel, in den letzten 50 Jahren geschätzte 250 bis 300 Millionen Geburten verhindert hat. Also das sind Geburten und nicht Abtreibungen. Und trotzdem dieses Konzept, das schon zu Zeiten von Mao eingeführt worden ist, hat ein primär irritierendes Resultat produziert. Sie sehen es hier auf der Chart. Auf 100 Frauen kommen in China 118 Männer. Das wäre dann ein separates Thema. Der Weltwert ist übrigens 100 bis 105. In diesem Zusammenhang mit dieser Masse ist auch diese Karte hier interessant. Die Haie-Tengzhong-Linie, wenn ich das korrekt ausspreche, sie trennt, ist eine imaginäre Linie, die den reichen, entwickelten Osten vom armen Agrikulturen Westen unterscheidet. Und es ist etwa so, dass vielleicht 90% aller Energien, aller Kräfte, des Geldes, der Arbeitsplätze, der Politik und auch der 133 Millionen Städte in China befinden sich also hier auf der rechten Seite im roten Bereich. Im Westen gibt es einige minoritäre Gruppen natürlich, auch Tibet ist dort im Westen, aber das Gebiet ist zu einem großen Teil noch nicht entwickelt und es werden aber große Rohstoffvorkommnisse erwartet dort und das wird dann früher oder später für China auch ein Thema werden. Die auch bei uns bekannten Wanderarbeiter kommen dann natürlich, wenn sie so wollen, eben aus dem Westen. Das sind je nach Auftragslage in den Großstädten bis zu 250 Millionen Wanderarbeiter. Die reisen zur Arbeit in den Roten Osten, wenn sie so wollen, bauen die Infrastruktur der Städte auf und senden ihr Geld nach Hause, der wichtigste Wirtschaftsfaktor für die westlichen Provinzen. Das ist eine Situation. Reisen auch vielleicht zweimal im Jahr nach Hause, Chinese New Year zum Beispiel. Und es ist eine Situation, die sich wirklich sehr gut vergleichen lässt wie in den 60er Jahren mit den italienischen Gastarbeitern, die in die Schweiz kamen, eigentlich einen Großteil unserer damaligen Infrastruktur gebaut hat, aber dann ihre Familien nicht nachziehen konnten. Interessant ist übrigens auch, wenn man hier ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, die chinesische Mauer anschaut, dieses 6000 Kilometer über mehrere hundert Jahre gebaute Monument, dann sieht man, dass eine ganz ähnliche Strecke da geschützt wird. Die chinesische Mauer war ja primär dazu da, gegen Westen und vor allem gegen den Norden zu schützen. Kleine Anekdote nebenan. Also, meine Damen und Herren, China ist sehr groß, China bewegt, nur ein Land mit diesen Dimensionen kann es schaffen, in weniger als 40 Jahren eine Weltwirtschaftsmacht zu werden, ähnlich wie Amerika. Amerika hat dazu letztlich etwa 160 Jahre gebraucht. Also eine Dynamik ist da, die ist unendlich. Und jetzt möchte ich niemanden demotivieren, aber ich habe eine wichtige erste Aussage, vielleicht ein bisschen plump, in der
In China wartet niemand auf die Schweiz. Das muss einfach klar sein. Niemand braucht uns in diesem Sinne, auch wenn wir solche positive Gesten und Initiativen erreichen können. Aber es ist gut, wenn man versteht, wie der Chinese funktioniert. Und er hat so viele Prioritäten im eigenen Land, so viel zu tun, sich zu managen, diese 1,34 Milliarden Menschen unter Kontrolle zu halten, so wie er das in irgendeiner Form schon seit 2.500 Jahren direkt gemacht hat. Da muss man einfach wissen, auf uns wartet niemand. Und wenn man das versteht und akzeptiert und auch entsprechend die Erwartungshaltung ein bisschen runterzieht, glaube ich, dass man auch erfolgreicher sein kann in China. Der zweite Punkt, geht dann gerade um die Beziehung zwischen uns Deutschschweizern jetzt in diesem Beispiel, also nicht den Welschen Deutschschweizern und China. Da gibt es einige Unterschiede. Sie mögen sagen, ja selbstverständlich, das gibt es überall, das ist normal. Und doch sind die Unterschiede frappant. Und es ist erstaunlich, ich habe das in den letzten Jahren mehrmals gesehen, große internationale Konzerne machen höchst banale und kostspielige Sozialkompetenzfehler in China und scheitern dann, weil sie grundsätzlich einfach nicht bereit war, sich China hinzugeben. Also der Ratschlag von Herrn Müller, dass er seine Einstellung geändert hat für China, ist absolut korrekt und passt dazu. Wenn man jetzt diese beiden Länder, Schweiz oder eben Deutschschweiz, müsste ich sagen, und China ein bisschen vergleicht, da habe ich hier zwei, drei Stichworte. Ich habe mir notiert, die Schweizer sind eher jobfokussiert, die Chinesen sind eher Mensch, People fokussiert. Wir sind immer freundlich und direkt, der Chinese ist auch freundlich, aber selbstverständlich indirekt. Wir suchen immer die Top-Ansprechperson. In unseren Efforts, in unserer Art und Weise zu Geschäften und Vorschläge zu machen oder Leute zu treffen, wollen wir immer mit dem Besten, mit dem Höchsten reden. Die Chinesen wollen eigentlich eher mit dem in bekannten Personen reden. Sie suchen ihre Verbindungen, sie suchen ihre Beziehungen auf eine persönliche Art und Weise. Wir haben das bereits gesagt, wir tun immer eins nach dem anderen. Die Chinesen reagieren dann schon mal auf das Gegenüber und passen sich diese Geschichte wieder ein bisschen an. Wir konfrontieren schon mal emotional, schlagen mal auf den Tisch, rufen mal aus und sagen, hey, so geht's nicht. Und das macht der Chinese selbstverständlich auch nicht. Und dann sind wir auch ein bisschen ungeduldig und wir unterbrechen in Gesprächen. Und beides passt natürlich in China auch nicht. Hier also zwei, drei Punkte. Man müsste dann auch zum Beispiel über unterschiedliche Selbstwertgefühle reden, man müsste auf die Art der Kommunikation reden, Augen, Mund, Hände, Berührung und so weiter, was man natürlich in anderen asiatischen Ländern ebenfalls anschauen muss. Und dann ist auch unsere Wahrnehmung über Raum und über Zeit ziemlich antipodisch. Aber natürlich, wir haben heute Abend nicht die Zeit. Ich muss Ihnen diese Brosamen zum Thema kulturelle Unterschiede zwischen der Schweiz und China lassen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes, interessantes Thema. Ja, vielleicht noch zwei, drei ganz spezifische Tipps. Ich hoffe ja, dass ich heute Abend irgendetwas mitgeben kann, irgendeine Idee, irgendein Gedanke, der Sie verleitet, vielleicht einmal nach China zu reisen oder wer weiß, auch an die jungen Studenten auf diesen Wirtschaftsinitiativen aufzuspringen und eben China zu erobern. Punkt 1, das können Sie sich vorstellen, ich sage es trotzdem, respektieren Sie in China immer die älteren Personen, auch wenn Sie nicht wissen, wer das ist, wenn Sie den Titel nicht kennen und die Position, hier lässt Konfuzius wirklich grüßen. Das ist etwas, wo man ziemlich schnell Unfriede kreieren kann. Zweitens, schauen Sie nicht Ihren Gegenüber lange und anstarrend in die Augen. Das versteht er nicht. Das ist auch ähnlich zum Beispiel wie in der arabischen Welt. Wir suchen ja den Augenkontakt, wenn wir miteinander reden. In China können Sie das auf eine dezentere Art und Weise machen. Und dann drittens, Lachen ist kein primäres Werkzeug in China. Und die Chinesen
Ja, sie lachen ja primär, wenn sie unsicher sind oder wenn sie nicht genau wissen, wo es lang geht und so weiter. Lachen sie nicht in dieser Art, wie wir sie kennen. Und Witze gehören selbstverständlich auch nicht in den Tagungssaal. Wenn schon, dann kleine Anekdoten. Und die besten Anekdoten in China sind immer die Anekdoten über sich selbst. Da können die Chinesen lachen. Das ist wirklich etwas, was sie gerne hören. Und dann werden sie auch ihre eigenen Geschichten erzählen. Dritter Punkt, ich beeile mich. Es braucht sehr viel Zeit. Wir hören manchmal, wie schnell irgendetwas aufgebaut wird, eine Autobahn oder die Expo 2010 und so weiter. Aber das sind dann von der Regierung initiierte und vorwärtsgetriebene Projekte für das tägliche Brot. Sie brauchen viel Zeit. Sie brauchen Zeit, China kennenzulernen, und sie brauchen auch Zeit, ihr Gegenüber zu verstehen und überhaupt zu begreifen, wie er wirklich funktioniert. Zeit in China, meine Damen und Herren, hat eine ganz andere Dimension. Also kurzfristig können wir mit unseren gehetzten Geschäftszielen kaum etwas bewegen. Erwarten Sie nichts von der ersten Sitzung und noch weniger von der zweiten Sitzung. Also wenn es wirklich ums Eingefleischte geht, wenn es wirklich um die Details geht, dann müssen Sie einfach wissen, Sie brauchen enorm viel Zeit, Monate, Jahre unter Umständen. Denn nur weil sie ein tolles Projekt haben oder irgendeine spannende Idee, wird niemand in China nervös, sondern sie müssen sich da wirklich die Zeit lassen, das einfließen zu lassen und zu kreieren. Eile mit Weile ist also angebracht. Einmal einfach hingehen, schauen, fragen, lernen, sich dem Lauf der Dinge hingeben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann geschäftlich für 2-3 Tage in Shanghai ist. Wie soll man da Eile mit Weile haben? Ein faszinierendes Land, Menschen, Lärmen, Energien, und man soll Eile mit Weile haben. Ja, sage ich dann, wenn Sie Hunderttausende und Millionen von Schweizer Franken investieren wollen, ja, nehmen Sie sich die Zeit, wie habe ich das geschrieben hier, nicht zu früh die Katze aus dem Sack lassen, nicht zu schnell die Karten auf den Tisch. Und nochmals, trotz aller Freundlichkeit, die wir in China erleben, nur weil ein Ausländer da ist, passiert nichts schneller, wenn es dann in der Umsetzung geht. Das ist einfach nicht so. Man hat dann am Anfang ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, eben weil man Ausländer ist, und dann denkt man, oh, das ist euphorisch, das ist schön, und schließt im schlimmsten Fall die falschen Schlüsse daraus. Der nächste Punkt passt natürlich genau dazu, Beziehung. Ganz wichtiges Wort. Im chinesischen Leben passiert nichts ohne Beziehung. Eine intensive, eigenartige Sache, das Guangxi. Es geht hier nicht wirklich darum, sich persönlich kennenzulernen. Es geht auch nicht irgendwie um Liebe oder sowas. Es geht um Respekt. Es geht um diese 1:1 Basis, die es braucht, um in China erfolgreich arbeiten zu können. Es geht um eine Art Beweis dieses Respektes. Ja, ich bin da. Ich meine es ernst. Du kannst dich auf mich verlassen. Zähle auf mich. Das ist gut. Und ich komme wieder. Ich bin also nicht hier schnell auf die Schnelle da. Deshalb gilt sowohl für die Weltkonzerne wie auch für die KMU, und das finde ich eine wichtige, zentrale Schlüsselaussage, nur die Allerbesten nach China zu delegieren. Nur die Besten. Nur wer bereit ist, 4-5 Jahre zu investieren in China, der kann dort dieses Fundament bauen, auf dem dann eine Art Freundschaft möglich ist, auf der dann ein erfolgreiches Geschäft möglich ist. Machen Sie sich nichts vor. Man fliegt nicht in Shanghai oder Peking oder irgendwo anders rein, legt einen schönen Proposal auf den Tisch und kriegt dann 10 Tage später die Buchung und dann 5 Tage später gleich noch die Anzahlung. Diese Situation ist nicht so. Und übrigens, und deshalb meine ich auch, diese lange Investitions- und Kennenlernphase ist wichtig. In China passiert nichts, wenn es denn ernst wird, ohne
abends mal richtig trinken zu gehen. Und dann Achtung, es geht also nicht nur ums Trinken, es geht auch in der Tat ums Betrunkensein. Das gehört dazu. Sie kriegen ihren Geschäftspartner nicht nahe genug an sich selbst rein, wenn sie nicht einmal wirklich in einer Bar bis spät am Morgen zusammen die Emotionen ausleben und quasi bestätigen, wie ernst das sie es meinen. Übrigens nicht einmal, ein guter Kunde wird das immer wieder erwarten, dass sie abends sich ein bisschen offen zeigen. Deshalb sprach ich am Anfang von Sympathie. Wer nicht an China interessiert ist, wer keinen Spaß hat, wer nicht Sympathie erhalten will und findet für sich und dann auch nicht geben will, der passt dann einfach nicht rein. Es ist ja sowieso schon schwierig. Wir sehen ja schon anders aus. Also da dann noch reinzupassen, das ist schon extrem wichtig. Und aus geschäftlicher Sicht würde das dann heißen, dass jemand, der da nicht reinpasst, natürlich eine Fehlbesetzung ist. Und in China, das wissen Sie selbst, kostet das sehr viel Geld. In diesem Bereich dann etwas Heikles, die Korruption. Mein Gott, ich müsste 20, 30 Minuten haben, darüber zu reden, aber ich habe es da versucht, kompakt zusammenzuziehen. Ich sehe China irgendwie mit zwei verschiedenen Gesellschaftsebenen. Oben, etwas lapidar gesagt, die Führung, unten das Volk. Und zwar seit Tausenden von Jahren. Und die Korruption verbindet das seit Jahrtausenden von Jahren. Einerseits also oben die Organisationen des Kaisers, des Vorsitzenden Mao, der kommunistischen Partei und auch der regionalen und städtischen Verwaltungen, unten das Volk und die Arbeitnehmer und die mandatssuchenden Institutionen. Korruption, ich habe das hier ganz vorsichtig herausgeschrieben, ist eine Art gesellschaftliche Konvention. Und dafür gibt es auch einen wunderbaren Begriff, Hangboa. Hangboa heißt nämlich nichts anderes als rotes Täschchen. Und da können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Es ist ein Transportmittel für Zahlungen und Dienstleistungen, welche dieses System schmieren und funktionieren lassen. Um das Thema Korruption kommen Sie in China nicht herum. Sie können also nicht einfach sagen, nein, ich will nichts wissen. Das ist da, die Regierung, die Partei ist offiziell strikt dagegen. Immer mehr chinesische Großkonzerne sind auch dagegen, auch ausländische Konzerne machen Versuche. Und das geht auch einigermaßen, aber im Kleinhandel haben sie keine Chance. Hangboa ist da seit Jahrtausenden und schmiert, das war wirklich das beste Wort, schmiert halt auch dieses System. Also hier lohnt sich auch vorbereiten, einlesen, einlernen, um zu wissen, was man dann wann machen muss. Ja, Lost in Translation, also erstens mal, ich glaube, das wissen Sie auch, Mandarin zu lernen lohnt sich selbstverständlich. Gehen Sie dafür natürlich nicht nach Shanghai, dort wird Shanghainese gesprochen. Gehen Sie nicht nach Hongkong, dort wird Kantonese gesprochen. Also wenn Sie Mandarin lernen wollen, gehen Sie nach Zentralchina oder gehen Sie in die Hauptstadt. Aber, und das scheint mir etwas ganz Wichtiges, Chinesischkenntnisse sind nicht... Sie sind weder Garantie, dass Sie Erfolg haben, noch sind Sie unbedingt notwendig. Sie brauchen nicht unbedingt Chinesisch zu reden. Das ist einfach klar. Diese Sprachkenntnisse, die Sie für sich vielleicht aneignen, die können sozial ein bisschen helfen. Aber wenn es um Abmachungen oder Operatives geht oder um Teams und Budget und so weiter, so brauchen Sie immer professionelle Übersetzungsmechanismen, damit das einigermaßen funktioniert. Nur leider Gottes, so einfach ist das nicht in China, meine Damen und Herren. Die Fremdsprachenkenntnisse sind nicht entwickelt, genau wie in Korea und Japan. Und lassen Sie sich nichts vormachen. China does not speak English. Auch wenn Sie einen tollen Geschäftspartner kennen, der gut Englisch spricht, oder einen Politiker oder auch einen Taxifahrer, in China spricht man nicht Englisch. Das ist ein Faktum, auch wenn Sie ein bisschen Popmusik hier haben und ein bisschen Google da haben, das reicht dann zu Höflichkeits,
Floskeln, und die kennen Sie, haben Sie vielleicht auch schon gehört, die gehen dann etwa so: How do you do? Where do you come from? Also man spricht nicht Chinesisch, nicht Englisch in China. Und deshalb müssen alle, und wir sind ja beim Thema Übersetzungen, alle schriftlichen und auch mündlichen Austausche müssen übersetzt werden. Das kostet Geld, das muss geplant werden, das muss organisiert werden, das funktioniert dann nicht einfach so. Und da das Angebot und deren Qualität an erfahrenen Simultanübersetzen sehr limitiert ist, passiert häufig oder meistens das Folgende. Entweder erhält man einen Übersetzer, der die Fremdsprache beherrscht, aber keine Ahnung von ihrem Geschäft hat, oder Sie haben jemanden, der kennt die geschäftlichen Themen, aber spricht nicht oder zu wenig gut Englisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur ganz normale chinesische Arbeiter, Büroarbeiter aus den eigenen Betrieben eigentlich die besten Übersetzer sind, weil sie können einigermaßen gut Englisch, sie verstehen auch, um was es geht, und sie haben Herzblut. Das ist sicherlich ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Häufig bringen aber, oder meistens auch in langen, unendlichen Geschäftssitzungen, bringen beide Parteien ihre Übersetzer mit. Das ist dann natürlich etwas gar mühsam. Da können Sie in 30 Minuten etwa 5 Sätze formulieren. Aber es funktioniert einigermaßen. Auf jeden Fall Thema Übersetzung in China. Kostet Geld, muss frühzeitig organisiert werden. Ja, und jetzt komme ich, meine Herren aus der Politik, zum Thema, das politische Gespräch. Und ich spreche natürlich nicht für Sie, ich spreche jetzt aus meiner Sicht. Ich als Tourismusfachmann, ich habe primär eine Aufgabe, die Menschen zu verbinden und nicht zu trennen. Ich kann und will also nicht in einem fremden Land über Dinge bestimmen oder kommentieren, die letztlich aus meiner subjektiven Sicht falsch sind oder unangebracht sind. Mit dem Grundsatzentscheid, in einem fremden Land zu arbeiten, sehe ich auch meine Verpflichtung, dass ich dieses Land so akzeptiere, wie es ist, ähnlich oder genau gleich, wie ich das auch von Ausländern erwarte, die in die Schweiz kommen. Natürlich, wenn ich in einer politischen Funktion wäre oder für ein NGO, hätte ich da vielleicht andere Aufgaben, aber als Wirtschaftsmann sehe ich diese Position sehr klar. Das bedeutet in China, die Politik wegzulegen, außer sie sind Politiker, auf die Seite zu legen. Und dazu kommt ja, dass unser normaler Gesprächspartner in China auf der Straße oder in den Geschäften grundsätzlich keine Ahnung hat, was im eigenen Land läuft, und noch weniger irgendetwas über die detaillierte Geschichte des letzten Jahrhunderts. Die Vergangenheit liegt noch immer verklärt und wird mit rosigen Dekorationen wie Mao und jahrtausendalte Generationen wird das verpackt mit der chinesischen Mauer hergezeigt. Das ist unser traditionelles, schönes China. Ich habe in Shanghai meine jungen Mitarbeiter, ich bin eins zu weit noch, glaube ich. Jawohl, ich bin noch eins zu weit, Entschuldigung. Ich habe in Shanghai meine jungen Mitarbeiterin gefragt, ob sie Mao, die Kulturrevolution, Tiananmen Square oder die Hungerjahre, ob sie das kennen. Und sie tun es. Seit wenigen Jahren wird das auch an den höheren Schulen gelehrt. Aber sowas von oberflächlich, das erinnert mich dann schon an die allgemeine Schulbildung in Amerika. Also letztlich haben sie einfach keine Ahnung, sie kennen ein paar Schlagwörter und sie fangen an zu begreifen, ja, Mao, das war vielleicht nicht ganz so gut, was er da getan hat, aber im Detail wissen sie es nicht. Dass man in diesen Tagen auch junge Leute sieht, gegen Japan aufmarschieren, könnte man zwar theoretisch als Politikmündigkeit sehen, das ist es aber nicht, denn zur oberflächlichen Geschichtsausbildung kommt auch die Mentalität der Chinesen. Sie kümmern sich nicht um die Vergangenheit und irgendwo auch nicht um die Zukunft. Der Han-Chinese ist nun mal nicht sentimental, wie das zum Beispiel der Japaner ist. Und er verliert nicht viel Zeit, was hätte sein können oder sein sollen oder was sein wird, sondern was ihn interessiert ist heute, jetzt, das interessiert mich. Und irgendwer in Peking wird dann sowieso das Sagen haben, wie das seit Jahrtausenden der Fall ist.
Und jetzt komme ich zu diesem nächsten Slide natürlich, ein heikles auch. Wenn dann jemand die Geschichte Asiens ein bisschen kennt, ja, dann weiß er, wie viele Leichen im Keller liegen. Die Geschehnisse des 20. Jahrhunderts wurden nicht aufgearbeitet und man spricht nicht darüber. Die Menschen in einigen der fernöstlichen Länder haben auch nie gelernt, solche heikle Themen anzusprechen. Und eine Freundschaft der ehemaligen Erzfeinde in Deutschland und Frankreich ist in Asien zu diesem Zeitpunkt schlicht undenkbar. Man könnte sagen, das ist dann eher ein Ursprungsproblem aus Japan, aber mit gewaltigen Auswirkungen selbstverständlich auf das ganze Asien. Und nochmals hier halt dieses defensive Konfuzius-Denken hilft natürlich nicht. Und Sie sehen ja dann, wie die beiden Länder miteinander Säbel rütteln, sagt man, glaube ich. Sie sehen es ja heute oder gestern an der Tagesschau, wie sie da mit den Schiffchen auffahren und sich selbst gegenseitig Drohgebärden machen. In vielen Ländern oder in den meisten Ländern, meine Damen und Herren, können Sie als Geschäftsmann Eindruck machen, wenn Sie etwas von der Geschichte verstehen. Sie können guten Eindruck schinden, wenn Sie wollen, aber nicht in China und leider Gottes nicht jetzt. Der nächste Punkt, Kontrolle über Kontrolle, okay, da würden Sie sagen, das ist in der ganzen Welt so. Ich meine, nicht ganz. In Japan könnte man ruhig auf die eine oder andere Zusatzkontrolle verzichten, aber nicht in China. In China braucht es das. Der Chinese ist ja irgendwo unkreativ. Er funktioniert halt schon mit auswendig Gelerntem. Ich habe das erlebt, wie untere Mitarbeiter einfach ohne irgendwelches Mitdenken automatisch ihre Prozesse erledigen, bis sie um 5 oder um 5:30 nach Hause gehen können. Sie führen einfach aus, was man ihnen gesagt habe, sie wiederholen die Prozesse und sie haben keine Chance, Fehler überhaupt herauszufinden. Das mag etwas hart sein, gilt natürlich nicht für alle, aber es ist halt schon ein bisschen so. Ich meine, ich habe in Shanghai vielleicht in den letzten 2-3 Jahren vielleicht mit 80 Leuten zusammengearbeitet und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass vielleicht 2 oder 3 mit mir arbeiten konnten. Die anderen haben gesagt, was muss ich tun? Wenn ich das Mikrofon, willst du, dass ich das Mikrofon hier mache? Ich, kein Problem. Zurücklegen, kein Problem. Und es erinnert mich auch ein bisschen, wenn Sie Amerika kennen, an den durchschnittlichen, nicht sehr engagierten Mitarbeiter in Amerika. So muss man halt in China alles kontrollieren, ob das in Seminaren ausgebildet ist, ob das vertraglich abgesichert ist. Man muss das machen, abgesehen davon, dass Verträge in China eigentlich nur Absichtserklärungen sind. Der Chinese versteht einen Vertrag als dehnbar, interpretierbar, auch im Mantel unserer gegenseitigen Beziehungen, unseres Kennenlernens. Für uns linear funktionierende Menschen ist das natürlich der blanke Horror. Und dazu kommt auch, dass in China für alle wichtigen Abmachungen 2 Verträge ausgestellt werden, in Chinesisch und in Englisch. Aber wenn es um einen Rechtsstreit geht, dann können Sie den Chinesischen geradezu einfach weglegen oder als reines Übersetzungsdokument benutzen, denn er hat keine Grundlage in China. Niemand wird einen Rechtsstreit mit einem nicht-chinesischen Dokument bearbeiten. Ja, mein letzter Punkt. Harmonie trotz Unterschiede. Was ist das nun? China, ist es ein mächtiges Land, das uns allen die lange Nase zeigt, oder ist es ein komplexes Land der Mitte voller Widersprüche und Ungereimtheiten? Es ist beides, es ist alles, es ist eine unheimlich spannende und dreidimensionale Geschichte. Und in der Mitte dieser ganzen Energien, dieser Bewegung, dieser ganzen Entwicklung steht ein Wort, das Sie in China immer wieder sehen, immer wieder hören: Harmonie. Das ist dann schon spannend. Auch hier nochmals Bezug zu Konfuzius. Es braucht aber auch einfach in China eine gewisse Gelassenheit, ja, ich möchte fast sagen Nonchalance, um überleben zu können, nicht nur jetzt für uns Ausländer, auch für die Chinesen, damit man eben all diese kleinen und großen täglichen Prozesse und Schwierigkeiten
überleben kann oder vielleicht besser gesagt umschiffen kann, braucht es eben ein Hilfsmittel und das ist Harmonie. Harmonie können Sie mitnehmen, ist ein fantastisches Hilfswerkzeug, wenn Sie in China Geschäften oder wenn Sie in China reisen. Das Sprichwort heißt Harmonie trotz Unterschiede, Harmony despite differences, und ich rate Ihnen wirklich, das mitzunehmen und in China einzusetzen. Ich getraue mich nicht, auf die Zeit zu schauen, Herr Müller, es tut mir fürchterlich leid. Das war mein Beitrag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Abend und wenn ich bei anderer Gelegenheit ein bisschen mehr Zeit erhalte, würde ich Ihnen noch mehr erzählen über den Fernen Osten und über China. Dankeschön und herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Giudi. Also, Sie haben natürlich voll ins Schwarze getroffen. Mit Ihrer Befürchtung. Die Studierenden haben mir gerade gesagt, ich soll die Pokale rausschieben. Also, ich habe ja ein paar Thesen für Sie vorbereitet und ich Sie habe auch herausfordern damit. Vorschlag, ich stelle die Fragen und Sie die Antworten ins Xing Facebook von Peter Young Leader Award. Da können wir die alle in aller Ruhe anschauen und wir können jetzt vor Sie machen. Sehr interessant gewesen. Herzlichen Dank. Das war Daniel Giudi. Danke. Dankeschön.